Wunderschönen guten Abend oder Nacht. Wir sind hier in München-Gladbach auf einem kleinen Buschkopftreffen. Oh Mensch, geh mal. Dabei haben wir den Guido. Guido. Und den Markus. Den Markus. Morgen kommt noch andere Leute dazu. Heute sind wir alleine. Wir sind jetzt im Dunkeln am Aufbauen. Ich melde mich gleich nochmal. Ich habe Hunger. Rennt schnell runter, ne? Mhm, aber gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Der schläft noch. Jetzt gehe ich mal rüber zu den Jungs und dann mache ich Pfannkuchen. Da haben die geschlafen. Die beiden. Ein Riesentarp. Oder Folie. Ja. So, heute gibt es Brennnesseltee am frühen Morgen. Haben wir so ein paar geschnippt. Er schläft noch. Hier habe ich eine neue Pfanne. Die ist von Trangia. Die benutze ich heute zum allerersten Mal. Da gibt es gleich schon ein Fazit von. Was ist die Beschichtung? Ich mache jetzt Pfannkuchen da dran. Der Gaskocher unten ist auch neu. Ein Riesending. Ja, bis gleich noch. Also die Pfanne ist natürlich beim ersten Mal top. Die Beschichtung hält und alles. Wenn sie mal 10, 12 Mal gehalten hat, dann mache ich darüber eine Review. Was interessant ist, der Guido ist hier mit dem Torx-Hobo am Arbeiten. Aus Titan. Und oben drauf hat er von Kite den Nierenbecher mit Deckel. Auch in Titan. Lecker Brennnesseltee da drin jetzt. Ja. Ich trinke Kaffee hier. Ja, und Kaffee. Was man dazu sagen muss, der ist getuned, der Hobo. Ja. Ich habe jetzt im unteren Bereich Löcher reingebohrt, weil er eigentlich nicht richtig gezogen hat. Ich muss noch so drehen, dass ich die Löcher sehe. Nee, das kannst, ist kannst, du nicht, kannst du nicht, der ist jetzt hier drunter. Da müsste ich mir jetzt die... Ja. Spaß. Ja. Aber mal, so direkt daneben dein neues Messer. Ja. So, warte. Das ist die Kondo 3. Funktion steht nicht von Icon. Moment, ich hab's noch nicht. Jetzt hab ich's. Ja. Das ist die Kondo 3 von Icon. Der Markus ist noch am Schlafen und er regnet voll. Unser Lager. Schön dicht hier. Das sind alles Laubbäume, ne? Im Winter ist das hier nicht mehr so dicht.
dieses Review lohnt sich nicht. Schmeckt es? Ja, das schmeckt schon. Das ist eine Tomaten-Pfeffersuppe mit Creme. Aber da kann ich mir auch aus dem Laden holen. Also es ist nicht wesentlich besser oder also schlechter vom Geschmack. Ja, also da würde ich ein ganz normaler, einfacher holen. Ja. Praktisch ist nur halt, dass du es in den Beutel reintun kannst. Aber auf der anderen Seite, aus dem Beutel eine Suppe essen ist nicht ideal. Dann lieber in einem Topf rein, dann kannst du trinken. Also, nächstes Mal nicht mehr. Ich kann nicht telefonieren. Ja. Ja. Wegwerfen. Vom Böker. Ein Einhandmesser. Das ist nichts. Für den Preis nicht. Der Best. Fox, warte mal. Warum gibst du deinem Hund Katzenfutter? Was? Weil er das liebt. Der Nino sagt gerade, der Hund liebt Katzenfutter. Hallo. Oh, die ist gerade ein bisschen perplex gewesen. Die sagte... Der hat damit das Fahrrad. Das liebe ich aber, wenn es regnet. Ich liebe das. Ja. Viel besser als regnet. Jawohl. Auf viel. Stimmung. Aber. Oh. Ja. Was denn, Baby? Ja, jetzt ist dein Feuerholz zu lassen, oder was? Nein. Ja. Ich packe jetzt den Rest ein. Dann hauen wir hier ab. Der Förster kriegt einen Schock, wenn er hier hinkommt. Ja, ich würde ihn nicht. Na, nicht so viel machen. Die Bahn können wir da hinten verstecken, die Rest. Oder wir nehmen die mit. Ich bin am Filmen, sagst du dreckige so. Stelle dann. Ja. Ah, jetzt wird's hier, da merkst du direkt wärmer, ne? Ja, voll, ja. Ich muss aufziehen, hier gibt's noch mal. Ja.